schon da. Tut mir leid. Ich weiß, wir sind zu früh. Hallo. Oh, danke schön. Die sind ja schön. Wir hatten eine kleine Luftveränderung nötig. Ja, so ist das, wenn man aufeinander hockt. Er hat gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Ach, hat er das? Na, das ist doch toll, oder? Meine neue Arbeit gefällt mir doch mehr, als ich erwartet hatte. Ich bin mir sicher, du wirst die richtige Entscheidung treffen. Du hast keinen guten Rat für mich? Isa, bitte frag mich nicht. Ich gebe mir solche Mühe. Du verrenkst dich förmlich, um höflich zu mir zu sein. Du fragst mich also ernsthaft nach meiner Meinung? Aber ich kenne den Mann doch kaum. Deine Entscheidung. Du hast dich geweigert, in den letzten 3 Jahren an meinem Leben teilzunehmen. Du hast so gut wie nie mit mir geredet. Unverzeihlicherweise habe ich Justin meine Meinung gesagt. Ich habe mich nicht geweigert. Ich konnte nicht. Und zwar aus Angst vor der Situation, Dinge aussprechen zu müssen. Sprechen wir sie jetzt aus. Dass ich Justin dorthin geschickt habe, das ist lächerlich, Mama. Das ist so viel komplizierter. Er hat dir vertraut. Er hat dich gefragt, seine Schwester. Und du hast ihm gesagt, er müsse dorthin. Ich habe ihm gesagt, was ich ihm heute auch sagen würde. Dass ich stolz auf ihn bin. Ich war dort bei den Unruhen und habe gesehen, wie ganze Dörfer in Schutt und Asche gegangen sind. Ich weiß, wo du warst, Isa. Du meine Güte, du bist mein Kind. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Ich habe dort mehrmals angerufen, aber... Und natürlich habe ich mir auch Sorgen um Justin gemacht. Tag für Tag. Du hast ja keine Vorstellung, was das für eine Mutter bedeutet. Du hast gar keine Ahnung. Nein, du setzt dich vor dein Mikrofon und... Du denkst nicht darüber nach, wenn du auf Sendung gehst und deine Ansichten verkaufst. Und jetzt wirst du es auch noch im landesweiten Fernsehen tun. Oh, Isabella. Das ist so großartig, einfach großartig. Nein, Mama. Es geht gar nicht um meine politischen Ansichten. Tom und Paps sind genau meiner Meinung. Und du hast es geschafft, die ganzen Jahre lang jemanden zu lieben, der grundsätzlich anderer Meinung ist als du. Aber mich. Mich kannst du nicht lieben. Und ich weiß nicht, warum. Aber es liegt nicht an mir.